Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und der Herr, der neben mir sitzt, muss sich nicht groß vorstellen. Es ist Christoph Blocher, Doyen der SVP, Altbundesrat. Herr Blocher, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da empfangen. Mit ein bisschen Distanz. Das Resultat, die Wahl von Donald Trump in Amerika ist nun... Der erste Schock ist vorbei, sagen wir es mal so. Mit was für Gefühlen blicken Sie nach Amerika? Wie beurteilen Sie diese Wahl von Donald Trump? Also für mich war es nicht ein Schock, sondern ein freudiges Ereignis. Unabhängig der Qualität dieses Mannes, ein Mann, der 4 Jahre durch jeden Dreck durchgegangen ist, angeschossen wurde, Gerichtsverfahren hat, viele Fehler auch sicher gemacht hat, immer gestanden hat und wird gegen alle Voraussagen deutlich gewählt. Und zwar nicht knapp, sondern deutlich. Und so wie ich sehe, hat er nicht nur eine Mehrheit für die Stimmen als Präsident, sondern auch die Mehrheit des Volkes, deutlich mehr als die Gegnerin. Und das ist, allein das ist etwas Besonderes, ist natürlich auch ein Zeichen, dass die Medien eine gewisse Unglaubwürdigkeit haben. Die, also mindestens hier im Westen, hier in der Schweiz, in Europa, sind ja allgemein, der Mainstream ging davon aus, also der darf nicht gewählt werden, folglich wird er auch nicht gewählt. Sie kennen scheinbar auch die Seele und das Gemüt und den Verstand der Amerikaner nicht. Was würden Sie sagen? Sie haben diesen Gegenwind angesprochen. Da gab es Verfahren, Justizverfahren, da gab es mediale Kampagnen, da gibt es Politiker weltweit, Staatschefs, die sich gegen Trump aussprechen. Wie ist es möglich, dass ein Mann trotz all dem gewählt wird? Vielleicht auch deshalb. Kann auch sein. Ich meine, ich bin ja auch ein Politiker gewesen, der von allen, ganzen Mainstream, also fertig gemacht wurde. Aber das hat die Glaubwürdigkeit erhöht, wenn man dann trotzdem für die Sache einsteht. Und er hat immer nur für Amerika gesprochen, für die Leute gesprochen. Er hat gesagt, America again, America first und so weiter. Das ist ja sagen alle, denken alle Präsidenten. Jeder muss ja sein Land verteidigen und er hat hier nicht nachgelassen. Und es kann eben sein, dass das gerade die Glaubwürdigkeit des Kandidaten erhöht hat. Ich habe in meiner eigenen Karriere das erlebt. Das Durchhalten, das Nicht-Nachgeben, das auch wenn es für einen angenehmer wäre, nachzugeben, das hat er eben nicht gemacht. Sehen Sie auch entscheidende Fehler bei den Demokraten? Was haben Exponenten wie Joe Biden, die Kandidatin Kamala Harris, was haben die falsch gemacht? Ja, ich rede kurz über das Verfahren, über den Wahlkampf. Aber ich wehre mich dagegen, dass man jetzt über den Wahlkampf vor allem spricht. Wahlen für die Leute, das ist nicht nur Wahlkampf. Das ist eine etwas zu billige Auffassung von der Politik. Aber im Wahlkampf, also der Hauptfehler war natürlich, dass sie zu lange beide nicht ausgewechselt haben und da konnten sie kein ordentliches Verfahren mehr durchführen. Also das ist ja, also die Frau Harris hat eigentlich noch viel Stimmen gemacht für das Überraschende. Vizepräsidentin, also steht sie für diese Regierung. Aber die Fehler dieser Regierung, die sind ihr anzulasten, weil sie ist Teil dieser Regierung. Zweitens, man hat von ihr nicht viel erwartet, dann hat man sie so als Vizepräsidentin fast etwas versteckt. Sie ist gar nicht richtig zum Zug gekommen und dann über Nacht musste sie plötzlich die geborene Präsidentin der Vereinigten Staaten werden, wie wenn das von Natur gegeben worden wäre. Die Kraft hatten sie nicht, den
Herr Biden auszuwechseln. Das haben Sie ja schon lange gesehen, dass es mit ihm schief geht. Und was glauben Sie, also wie beurteilen Sie Donald Trump, der da so verteufelt wird, wie wir gesagt haben? Wie finden Sie den? Was halten Sie von dem? Ja, also ich bin ja nicht Amerikaner und ich sage es aus der Ferne. Ich habe, als er das erste Mal gewählt worden ist, also 2016, habe ich gesagt, schon von hier aus, ein solcher Mann wird nicht gewählt, wegen Stil und wegen Auftreten und die Art und Weise. Und ich habe mich getäuscht, habe mich wirklich getäuscht. Also ist hinterher etwas anders. Heute können wir beurteilen, was er 4 Jahre als Präsident gemacht hat. Und da muss ich dann schon den Kritiker sagen, was ist dann für eine Katastrophe passiert, als er Präsident war? Also eine Katastrophe auf jeden Fall nicht. Das eine oder andere kann man diskutieren, ob es gut war. Er hat, und das ist für die Weltmacht Amerika eine Leistung, keine Kriege vom Zaun gebrochen. Es sind keine großen Kriege, sie haben stattgefunden. Er hat eingegriffen im Mittleren Osten, also eingegriffen in der Auseinandersetzung Israel mit den Arabern, und zwar sehr entschieden. Er hat die Hauptstadt Israels nach Jerusalem gelegt. Er hat sich gegen den Atomvertrag mit Iran einfach kaltmütig gesagt, das geht nicht, das wird eine, also sehr mutig, und es hat keine Kriege gegeben. Ich bin auch überzeugt, wenn er Präsident gewesen wäre, hätte es keinen Ukraine-Krieg gegeben. Mhm. Der hätte wahrscheinlich eine Lösung, auch eine praktische, vielleicht auch schnelle, vielleicht auch aus dem Bauch heraus Lösung gemacht und hätte wahrscheinlich der NATO befohlen, die Geschützstellungen müssen zurückgezogen werden oder irgend so etwas. Mhm. Und mit China, da ist er ja relativ weit hinausgegangen, aber es wird dort nie ins Militärische hineingehen. Dort hat er einfach einen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen. Habe ich schon am Anfang gesagt, das wird ihm nicht gelingen. Also einfach sagen, ja, China hat billige Produkte, machen wir Zölle, dann kommen die Produkte wieder zurück. Da kennt er einfach China zu wenig. Und das ist ihm auch nicht gelungen. Aber Biden hat dann im Interventionismus noch einige Zacken zugelegt und ist ihm auch nicht gelungen. Also hier ist wahrscheinlich Biden und Trump sich am ähnlichsten, aber auf einem Irrweg. Sie sprechen eigentlich all diese Konfliktfelder an, geopolitisch, die Ukraine, Nahost, China, überall angespannte Lage, sogar kriegerische Lage in Europa. Entschuldigung, was erwarten Sie in Zukunft, kurzfristig, langfristig? Was bedeutet diese Wahl für die Welt? Ja, also ich glaube, es kommt besser, als wenn die Gegenkandidatin gewählt worden ist. Ich rede jetzt nicht von der Innenpolitik, sondern von der Welt. Er hat den Willen, die Kriege zu beenden, das ist schon etwas. Zweitens glaube ich, dass realistisch er, und da sind aber auch die Republikaner geschlossen dahinter, er hat realisiert, dass Amerika nicht mehr die alleinige Weltmacht ist. Ob er das gut findet oder nicht, es spielt ihm keine Rolle. Darum wird er die Europäer jetzt verpflichten, in der NATO endlich ihre Verteidigungsaufgaben zu übernehmen. In den letzten 30 Jahren hat Amerika aufgerüstet, bezahlt und hat, wenn Krieg geführt werden musste, wie im Kosovo, die Sache allein gemacht. Und militärisch ist die NATO fast nur noch Amerika militärisch. Und das will er nicht mehr. Und das zeigt, dass er hier eben Abstand nimmt. Er ist nicht gegen die NATO,
Aber er will, dass die europäischen Länder ihre Verpflichtungen nachgehen und die Verteidigung stärkt. Und die Schweiz ist ja in dieser Beziehung auch nachgefahren, hat auch die Verteidigung vernachlässigt. Also die muss auch aufrüsten. Und dann hat er hat ja gesagt, wahrscheinlich hat er den Mund etwas vollgenommen, er werde noch, bevor er bereitet ist, den Ukraine-Krieg beenden. Das kann er, aber das ist natürlich für die Welt jetzt schwierig. Einen Krieg zu verhindern ist immer besser, als einen aufzuhören. Das ist eine, man muss eben auch die Schweiz sich merken. Und jetzt sind sie drin. Und wie kann er den Krieg beenden? Er kann natürlich sagen den Russen, wir lassen euch das Gebiet, das ihr habt, oder? Dann verliert die Ukraine ein ganzer Teil des Landes. Oder er kann sagen, jetzt mache ich ernst, weil Biden hat ja gesagt, wir lassen das nicht so, wir gehen mit der Armee nicht auf den Boden. Kann er sagen, jetzt führen wir den Krieg. Jetzt werfen die Russen auf. Das ist sehr schmerzhaft und sehr teuer. Das ist wahrscheinlich kaum zu machen, was eigentlich am Anfang hätte gemacht werden müssen, wenn man wirklich den Gegner besiegen will. Ich kann nicht sagen, was er macht. Man muss ja bei den Politikern immer aufpassen, vor den Wahlen und nach den Wahlen. Also er wird wahrscheinlich nicht alles so machen und so machen können, wie er so kurz versprochen hat. Es gibt ja volkstümliche gibt es hier Formulierungen, also das Volk redet einfach. Sie sagen, also es ist ganz anders, wenn einer auf der Regierungsbank sitzt nach den Wahlen oder die Parlamentarier auf den Parlamentsbänken. Die sagen, wenn das Füdli auf einem anderen Stuhl hockt, denkt der Grind anders. Das ist eine Erfahrungstatsache, nicht wahr? Und das wird auch da sein, also wobei ich träume zugute halte, dass er noch relativ vieles, was er verspricht, auch meint und gemacht hat in den 4 Jahren. Hinsichtlich des Ukraine-Krieges, was wäre da die Variante? Was würden Sie da raten? Was soll Trump jetzt tun, um mit den Russen eine realistische Lösung zu finden, ohne allerdings den Russen zu sehr auf den Leim zu gehen? Ja. Also er wird sicher Gespräche führen müssen. Ich glaube, das kann er. Aber das ist nicht eine leichte Sache. Und zweitens, die Russen sind im Moment stark dort. Sie sind in ihrem Gebiet und sie rücken vor. In der Stärke Abstriche zu machen, das ist schwierig. Aber ich glaube, dass die Krim ohnehin verloren ist. Das ist das. Die wird, also wird Russland, muss ja auch etwas realistisch sein. Und dann muss die gesamte Ukraine, ich bin überzeugt, dass wenn die Ukraine ein neutraler Staat ist, unter internationaler Beobachtung, also Russland und Amerika und, weiß nicht, muss auch noch China da dabei sein, ist vielleicht eine Lösung zu machen. Ich will mir nicht auf die Äste rauslassen. Er muss ja jetzt erst einmal abklären, was kann man machen. Und jetzt hat der Westen jetzt immer so getan, als müsste er denn der Ukraine Waffen geben und dann werden sie den Krieg gewinnen. Das war von Anfang an meines Erachtens eine Illusion. Herr Biden hat gesagt, wir lassen das nicht zu, dass Russland hier einmarschiert und die Ukraine besetzt. Und dann kam das aber wir werden keine Armee absetzen. Sonst gibt es einen Weltkrieg und die Russen sind stärker, weil sie einen Weltkrieg in Kauf nehmen. Und wie er sich da, Herr Trump, bewegen kann, kann ich nicht sagen. Das sind ja stille Besprechungen, kann man auch nicht auf dem Marktplatz machen. Aber es geht auf jeden Fall nicht, dass man nur mit der Ukraine spricht. Das geht also nicht. Was bedeutet die Wahl von Donald Trump für Brüssel, für die EU? Also, ich sage jetzt mal, bei der NATO habe ich schon gesagt, die NATO muss selbstständiger werden.
aber auch die EU. Ich meine, die haben sehr aufbegehrt, dass Trump gesagt hat, also wenn ihr nicht mehr bezahlt, was ihr müsst und aufrüstet, dann hören wir auf, dann gehen wir raus. Und dann sind sie so erschrocken. Plötzlich mussten sie selbstständig werden. Und das wäre eben auch die Folge. Und was die EU anbelangt, auf diesem Bürokratenweg der Zentralisierung und des Moralismus wird sie keinen Erfolg haben. Jetzt, ob das Amerika muss ja nicht für den Erfolg der EU schauen. Also wenn ich jetzt wirtschaftlich sehe, weil ich bin ja Industrieller das Leben lang Exporteur gewesen, die EU geht hinunter. Und Amerika steht wirtschaftlich immer noch relativ gut da und wird gedrängt von der Wirtschaftsmacht aus dem Osten, China und zusätzlich jetzt Indien. Das sind ganz große wirtschaftliche Faktoren und ich glaube, Trump wird sich an das noch auch gewöhnen müssen und er muss auch wirtschaftlich mit China fertig werden. Das ist eine ernstzunehmende Wirtschaftsmacht und die hat er nicht ernst genommen und darum ist ihm das auch nicht geglückt. Aber Biden hat es noch viel weniger ernst genommen. Was heißt die Wahl von Trump für die Schweiz? Ich glaube, für die Schweiz wird es besser. Also erstens mal können wir sicher sein, dass dieser schreckliche Botschafter, den wir haben, der der Schweiz meint, der müsste da als Amerikaner in die Schweiz kommen, uns zu sagen, was wir in diesem Land zu tun hätten. Also das ist respektlos und überheblich. Der wird sicher abgelöst werden. Ich hoffe, dass wieder der Alte kommt, der Möller, der 4 Jahre da war. Das war ein ganz anderer. Der ist auf die Schweiz eingegangen, hat geschaut, wo haben wir Parallelen und so weiter. Und wir hatten ein gutes Verhältnis. Und das, glaube ich, das ist mal das eine. Und zweitens, er steht der Schweizer Art natürlich näher als die bürokratischen Demokraten. Das ist auch eine Partei, nicht da. Und so wie es aussieht, also sie haben, glaube ich, die Mehrheit im Senat hatten sie nicht. Und es ist noch möglich, dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus halten können. Also so stark war dann eine Partei noch nie in Amerika. Sehen Sie für die Schweiz wirtschaftlich gesehen Freihandelsabkommen, Stellung der Schweiz in den USA? Ich meine, es war das erste Mal, als ein Schweizer Bundesrat, Bundespräsident Maurer damals eingeladen wurde ins Weiße Haus. Sehen Sie da eine Chance für die Schweiz? Ja, eindeutig. Ich meine, man lädt ja nicht einen kleinen Staatsvertreter ein, wenn man ihn hasst, nicht wahr? Das ist also schon klar. Und es ist so, dass es wird weniger hart werden für die Schweiz wirtschaftlich, als wenn die Gegenseite gewonnen hätte. Aber wir müssen uns auch nicht vormachen, auch Trump versucht mit altmodischen Mitteln wie Zöllen und Schranken und nationalistischen Systemen die Probleme in Amerika zu lösen. Das trifft auch die Schweiz. Ich meine, wir müssen nicht so Angst haben, weil wir haben ja alles unterschrieben. Die Schweiz hat ja praktisch keine Zölle mehr. Also er kann uns nicht zwingen, Zölle, die wir haben, gegen Amerika abzuschaffen. Aber umgekehrt ist doch noch eine Lücke. Aber mit Trump in den 4 Jahren, als er da war, haben wir ein Freihandelsabkommen auf realistischer Basis ausdiskutiert. Und ich bin überzeugt, wenn er noch 4 Jahre geblieben wäre, hätten wir eines abgeschlossen, das die Schweiz auch unterzeichnen hätte können von der Interessenlage her. Vielleicht noch ein Wort zu den Medien. Was
Was lief da genau schief? Ich meine, alle haben da auf den Trump eingeprügelt. Kamala Harris wurde in der Schweiz, aber auch in Deutschland als die große Erlöserin angeschaut. Was war da das Missverständnis in Bezug auf die Person Donald Trump, aber vielleicht auch auf den ganzen Wahlkampf in den USA? Ja. Als erstes ist es Amerika und nicht die Schweiz. Amerikanische Wahlkämpfe sind Shows. Sie sind einfach so, sind Shows. Aber man muss nicht meinen, der Amerikaner der Welt lässt sich nur von Schauen führen. Der überlegt genau wie der Schweizer auch. Was passiert mir, wenn ich den wähle? Wo ist es besser? Was ist für mein Salär besser? Was ist für mein Unternehmen besser? Was ist für meine Freiheit besser? Was ist für die Schule besser? Die sind auch, die denken auch an ihre Zukunft. Und das wollte eigentlich die Berichterstattung nicht sehen. Man hat jeden Klamauk, hat man da groß herausgestrichen. Hier ist natürlich Trump ein Weltmeister, das ist ja ein Showman. Und dann hat man sich nur darauf konzentriert. Und es ist natürlich so, also die Mehrheit der Medien des Mainstreams stehen links. Da kann man jetzt machen, was man will, es ist so. Und damit ist natürlich, sehen Sie, den Demokraten näher. Zweitens, das ist ein Club von Moralisten. Ich habe nichts gegen die Moral, gar nichts, aber gegen die Moralisten. Und nur eine Person zu beurteilen nach dem, wie sie etwas sagt und wie sie daherkommt und was sie gemacht hat in ihrem Leben bis ins Detail, das ist zu wenig. Es fehlt ihnen die Leistung zu beurteilen. Und dann kommt eine sympathische Frau, das ist noch sympathisch auch, weil sie international ist, eine indische Mutter und einen Vater, ich weiß nicht aus welchem Land das er ist, und die Amerikanerin ist und der andere ist ein alter weißer Mann, oder? Kommt auch dazu. Und dann wird alles schlecht gemacht hier und alles hochgelobt. Und die einzelnen Leute machen das nicht mit. Die sagen, ja, was hat denn der Schlechtes gemacht, der Trump? Was ist denn so schlecht daran? Ja, ging uns damals besser. Ja, nein, wir haben unsere Saläre sind gestiegen. Die Wirtschaft ist gestiegen. Hat keinen Krieg gemacht. Ja, nein, das ist jetzt also wirklich, soll ich denn wählen? Und das schlagen die Journalisten weg, weil das ist vernünftig gedacht. Und sie wollen nicht, dass die Menschen vernünftig denken und für sie ist nur links und moralistisch ist gefragt. Und jetzt haben sie also eines auf den Deckel bekommen. Da gibt es nichts zu wollen. Wie haben Sie dieses Affentheater, entschuldigen Sie die Wortwahl, um Albert Rösti mitbekommen, der ja als konservativ-liberaler, grob gesagt, den anderen konservativ-liberalen US-Wahlkampfkandidat Donald Trump eher bevorzugen würde, der da groß abgekanzelt wurde? Wie haben Sie dieses Theater da aufgenommen? Also im Grunde genommen, ein erfahrener Bundesrat hätte das weniger gemacht. Oder auch wenn er gefragt worden wäre, hätte er gesagt, ja, ich mische mich nicht in Amerika ein, auch wenn er eine Präferenz für Trump hatte. Oder ich habe das nicht einmal gemacht, also auch nachher nicht jetzt. Ich habe immer gesagt, also ich mische mich hier nicht in den Wahlkampf ein. Ich kenne auch zu wenig die Situation in Amerika. Ich bin Schweizer, obwohl ich gehofft habe, es würde Trump siegen und nicht vorher aus den Gründen, die ich jetzt erklärt habe. Jetzt hat er das gesagt, das ist seine persönliche Meinung und jetzt hakt man auf ihm herum. Also grundloser Mist. Das hat ja auch keinen Einfluss auf die Wahlen. Also dann noch sagen, er hätte sich eingemischt in die Wahlen. Also es hat vielleicht einer gehabt in der Schweiz, der einen Doppelpass hat und gesagt hat, ja, wenn Rösti sagt, er ist eher für Trump, bin ich auch für Trump. Das ist also gesuchter Mist. Also
Vielleicht letzte Frage. Hätte er gesagt, das sei für Harry, wäre es kein Mais gegeben. Können Sie sicher sein. Ja. Letzte Frage. Sie haben diese Situation von Donald Trump geschildert, alleine als quasi Winkelried gegen das ganze Establishment, gegen alle Medien, gegen Justizverfahren hat er sich da erfolgreich gewehrt. Was für eine Qualität, welche Scheibe kann man von ihm abschneiden, als Politiker, als Unternehmer? Was kann man von Donald Trump lernen? Ja, ich muss etwas aufpassen, weil ich ja durch die gleichen Schlammschlachten gegangen bin mit all diesen Gerichtsverfahren und so weiter. Aber dass ich da nicht sage, ja, ich sollte es auch so machen, wie ich es gemacht habe. Meine Erfahrung ist, glaubwürdig sein und nicht bei jedem Angriff und jedem Druckversuch nachzugeben, das ist eben eine Führungsqualität. Und die ist bei Trump sehr hoch vorhanden. Also ich habe jetzt gehört, er hätte in der Wahlnacht, sei er da in einem Lokal gewesen mit Freunden und hätte auch am Fernsehen die Resultate gesehen und gesagt, ja, gut. Und also es ist natürlich, er ist nicht in die Elite hinaufgestiegen und gesagt, das mache ich nicht, ich habe auch ein extra Büro mit vielen anderen. Nein, da kann man von ihm lernen. Und ich hoffe, dass er in den nächsten 4 Jahren, da habe ich etwas Angst, oder? Wenn er wirklich jetzt als Präsident dasteht, die Mehrheit der Wahlmänner oder Wahlfrauen auf seiner Seite hat und die Mehrheit der Bevölkerung und die Mehrheit im Senat und im Kongress, dann ist es ganz wichtig zu hoffen, dass er ja nicht übertreibt, weil er hat dann, das ist ja auch, wenn man in der Politik kein Gegengewicht mehr hat, dann ist nicht einmal böse gemeint, dann ist die Gefahr groß, dass es überzieht und dann ist es auch gefährlich. Mhm. Aber also die Presse, welche ihn jetzt verdammt hat, muss da nicht kommen. Mhm. Aber es gibt auch noch wenige Presse, die zu ihm gestanden sind. Das wäre dann diese Aufgabe. Was macht man in einer solchen Situation, dass man da nicht quasi besoffen vom eigenen Erfolg auf die schiefe Bahn kommt? Was hält einem da auf Kurs? Also es hält einem auf Kurs das Gleiche, wie einem auf Kurs bleibt, wenn man schlecht behandelt wird. Man darf diese Lobhudeleien auch nicht ernst nehmen, wie die Angriffe, die man hat. Also habe ich ein halbes Gürtel jeweils den Leuten Mut gemacht und habe gesagt, ob gut oder schlecht, wer viele Affen um sich hat, wird auch oft gebissen und wird auch oft gelobt, gehört auch dazu. Herr Blocher, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte, gern geschehen.